Herzlich willkommen zu einer neuen Daily DAX US Morning Ausgabe heute am Montag, dem 19. Oktober 2020. Wir starten in die neue Woche mit einem Blick auf den amerikanischen S&P 500 Index. Warum? Das will ich Ihnen natürlich auch genauestens zeigen, denn ja, es wird sich jetzt in dieser Woche direkt wohl entscheiden, ob wir wieder in den kurzfristigen Abwärtstrend zurückfallen oder eben, ob wir uns weiter nach oben durchsetzen können. Denn Sie sehen, am vergangenen Freitag kletterten wir ja und dann setzte eben noch im späteren Abendhandel hier ja letztendlich ein Stimmungswechsel ein. Aber Sie sehen, dass wir noch nicht in den alten kurzfristigen Abwärtstrend zurückgefallen sind. Darauf sollte nun entsprechend geachtet werden. Natürlich sind hier derzeit viele Trends im Fokus, muss man dazu betonen. Denn wenn man eben auch auf diesen Trend blickt, so sehen Sie, dass der steile Aufwärtstrend bereits beendet wurde. Allerdings, wie gesagt, es noch fraglich bzw. offen ist, ob der S&P 500 Index wieder in den kurzfristigen Abwärtstrend zurückfällt. Wenn ja, wären wieder Kurse in die Region von 3440 Punkten auf kurzfristiger Ebene zu erwarten. Auch beim Technologieindex Nasdaq dürfte es in dieser Woche recht spannend werden. Wir blicken hier nun auf den aktuellen Stundenchart und natürlich auch von oben hat sich wieder hier ein intakter Abwärtstrend ausgebildet. Das ist auch sehr, sehr entscheidend. Das Ganze könnte hier wirklich nun spitz zusammenlaufen. Das heißt, entweder bricht man nach oben oder nach unten aus und natürlich eine entsprechende Ausbruchsbewegung nach unten oder eben oben wird auch entsprechende Ausbruchsdynamik mit sich bringen. Und genau das gilt es hier zu beobachten. Auf der einen Seite ist und bleibt eine mögliche Kurskonsolidierung in die Region von ca. 11.550 Punkten noch immer gegeben. Auf der Oberseite ist vorübergehend ein klarer Kurswiderstand bei ca. 12.040 Punkten auszumachen. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in die neue Börsenwoche und schalten Sie heute Abend wieder ein. Dann natürlich mit dem Blick auf den DAX und nicht vergessen, ab sofort gibt es immer die Trading-Idee der Woche. In einer der Ausgaben in jeder Woche versteckt sich eine spannende Trading-Idee, deshalb schalten Sie unbedingt morgens und abends immer ein.